Willkommen zurück bei Mist Survival. So, sie ist ja immer noch hier fleißig am werkeln. Schauen wir mal, dass wir unser Inventar vorbereiten. Das Sticks habe ich ja genug. Nehmen wir zwei Dosen Cola mit. Drei Dosen Cola mit. Dann Munition geht hier rein. Yep. Hatte ich nicht noch? Ja, Tree Bug mache ich jetzt hier mit rein. So. Das brauche ich gleich noch für die Pfeile, die ich machen will. Das ist für die Waffen, die ich dabei habe. So, das ist dann die Zündkerze. Lass ich mal die Wasserflasche hier beim Wassertank liegen. Schaut's eigentlich hier aus? 12 Liter sind da jetzt drin. Naja, Wasser haben wir. Muss ich jetzt anschauen, wie lange sie jetzt noch braucht? Noch 2 Stunden. Drei Stück kann ich schon mal mitnehmen. Könnte ich in der Zeit schon mal Pfeile machen? So, dann machen wir hier schon mal 3 Pfeile. Schauen wir mal, wie viel sie jetzt in der Zeit fertig gekriegt hat. Na, ja, das ist ja nicht schlecht. Nochmal 3. Muss ich zwar ein bisschen hin und her laufen. Aber was soll's. Achso, ich wollte noch mehr Federn holen. Hm, ja. So einen kann ich noch machen. Ich sollte jetzt nicht planlos losgehen und Hühner abschlachten. Außer die spawnen immer wieder nach. Oh, eine Feder. Quatsch. Nein, hier kommen die Sticks rein. So, da einen und da 8.
Okay. Überredet. Bevor ich gar keine Pfeile habe, mache ich lieber noch ein paar Basic-Pfeile. Machen wir nochmal 8, dass wir den Köcher nochmal voll kriegen. Dann kann ich nämlich immer schnell durchschalten. Ist jetzt immer noch am Craften, oder? Nee. Nein, das ist wieder falsch. Was der Essen aufgemacht, bis sich jetzt angehört. So, dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, unsere 8 Stunden durchzuschlafen. Nein. Was ist denn jetzt gemacht? Aha. Irgendwas geknurrt am Haus, aber egal. Würde ich jetzt mal zum großen Banditenlager, also zumindest da, wo schon öfters mal auf uns geschossen wurde, hinfahren. Wow! Einfach mal im Drift hier durch. Scharfschütze. Durch die Bäume oder was? Ich schleiche mich einfach einmal drum rum. Das war nix.
Eine Karotte hat er dabei. Oh, eine kaputte Hunting Rifle. Eigentlich dachte ich jetzt, hier wäre ein bisschen mehr. Kann man da gar nicht rauf? Anscheinend nicht. In dem ganzen Lager ist nur ein Bandit gewesen. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, hier ist jetzt ein riesiges Aufgebot. Aber anscheinend nicht. Das ist irgendwie enttäuschend. Das sind echt kleine Container. Aber wir haben ein Jagdgewehr. Und schaue ich gleich noch, ob hier oben auch noch Banditen sind. Ne, es sind nur Zombies. Die kann man ja anders überreden. Irgendwie sehr komische Geräusche. Also jetzt nichts, was ich von normalen Zombies kenne. Oh, noch eine. Oh, oh. Ja, hat halt Schwarzpulver dabei. Oh, er hat eine Platine dabei. Das ist eine Kartoffel. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es eine Kartoffel ist oder ein Stein. Oh. Ist ja egal, ob das jetzt 5 Minuten dauert oder nicht. Batterie, die nehmen wir mal mit. Dann schnappen wir uns noch das Benzin. Jetzt gelacht, wenn wir es wieder aufbrechen müssten. Okay, ich hätte nicht gelacht. Doch das Inventar. Ja, da ist ja noch Platz. Eine Schutzweste ist natürlich nicht verkehrt. Alter, hab ich das alles runtergezogen. Also von der Gesundheit her. Einmal Schnaps.
Ja, ein bisschen Zucker zum Tee, optimal. Ich mach's essen. Das ist ein Dietrich. Ach so, ich könnte natürlich. Moment. Erstmal das Elen Quiver. Das ziehe ich an. Mit Arrows. Das Elen Quiver. Und schon haben wir wieder zwei Inventarplätze. Ach, gibt es noch ein Stockwerk, okay. Okay. Ich könnte noch mal hier schauen. Den habe ich ja, glaube ich, schon. Oh! Da ist eine Cola drin. Habe ich eigentlich noch Handschuhe an? Ja. Ich weiß schon, dass ich noch Platz hätte hier im Kofferraum. Oh, da war auch eine ganz gute Zündkerze noch drin. Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Ah, anscheinend noch nicht. Müssen wir doch noch ein bisschen was ins Auto legen. So, die Dinge. Kann ich stacken? Nein, kann man nicht. So. Ja, mal wieder ein bisschen Platz. Ich mache jetzt hier einfach einen Cliffhanger. Dann sage ich mal, looten wir hier weiter beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mist Survival. Tschüss.